Mit einer Würdigung der noch lebenden Weltkriegsveteranen haben die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, dem sogenannten D-Day, begonnen. Vor 75 Jahren brachen mehr als 150.000 Soldaten von Südengland Richtung Frankreich auf. Die Operation markierte mit den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland. Die Staats- und Regierungschefs betonten, dass sich die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nie wiederholen dürften. Als zu Beginn 10 der noch lebenden Veteranen auf die Bühne treten, da erhebt sich selbst die Queen von ihrem Sitz. Ein seltener Anblick, mit dem sie ihren Respekt vor der Leistung dieser Männer bekundet, die damals von hier aufbrachen, um Europa von Nazi-Deutschland zu befreien. It is with humility mit Demut und Freude und im Namen des ganzen Landes und der freien Welt sage ich Ihnen allen hier Danke. Thank you. Etwa 150.000 Soldaten machten sich damals auf den Weg von Südengland in die Normandie. Über 4.000 Männer sollten nie zurückkehren. Theresa May erinnerte daran mit dem letzten Brief eines Soldaten an seine Frau. Although I would give anything, obwohl ich alles dafür geben würde, bei euch zu sein, I have not yet es ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, mich vor dieser Pflicht zu drücken. Die Landung alliierter Truppen in der Normandie war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs und der Beginn eines langen Friedens in Europa. Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt. Ein Datum, das sich tief in das kollektive Gedächtnis der Briten eingegraben hat, die heute vor allem die eigentlichen Hauptdarsteller ehrten, die Soldaten von damals. Es ist wohl das letzte Mal, dass wir eine Veranstaltung wie diese hier zusammen erleben. Bald sind wir alle verschwunden. Morgen werden die Feierlichkeiten zum D-Day in der Normandie fortgesetzt.